Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadow of the Tomb Raider. Und das am 23.09.2018. Ja, das an einem Sonntag. Ich dachte mir, nach ein paar Tagen jetzt mal weiter zu zocken. Und beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, um herauszufinden, was es hier mit diesem Brett auf sich hat. Ich habe da absolut null Ahnung. Und deswegen müssen wir es mal rausfinden eben. Das wäre mal interessant. Moment. Wenn ich das jetzt dahin schiebe. Lass los. Würde ich dahin positionieren. Was haben wir denn hier? Schildwache. Ist das hier ein Goblin? Hä? Moment mal. Wahrscheinlich irgendwie jetzt hier nochmal ein bisschen nach vorne schieben, genau. Cool. Hier hin. Perfekt. Hey, läuft ja. Ziehen wir das mal noch ein bisschen zu uns. Oder wie war das jetzt? Boah, ich hab doch keine Ahnung. Oh, fuck. Wie soll ich denn dieses... Wie soll man dieses Rätsel bitte lösen? Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Okay. Zwei Schildgarden. Wo sind die weißen Figuren? Ja, das müsste die hier sein. Nein, lass mal da. Dann würde ich sie hier positionieren, genau. Die beiden Schildgarden, die würde ich, glaube mal hier hin machen. Ja. Aber wofür eigentlich? Ja, aber was soll ich denn hier machen? Ja, ich kann jetzt zumindest nicht mehr zurück. Ist ja echt wie beim... Wie soll man sagen, beim Schach? Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Harnisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferd, der Kopf von König David. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelt eine Rolle aus Byzanz. Das ist ägyptisch, ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Ich meine, muss ich den Krieger hier hin machen oder was? Mach den mal hier hin, genau. Ja, das ist ein Porträt. Da
Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Was soll ich denn da machen? Ich habe echt keine Ahnung. Wow. Weil ich kann die zwar hin und her schieben, richtig. Aber der Grund ist einfach, dass ich nicht weiß, wie. Gibt's nicht irgendwelche Hinweise? Ein Schachspiel? Ich habe absolut keine Ahnung von Schach. Null. Ne, lass mal, oder? Machen wir den Krieger hier weg. Und schieben den nach vorne. So, was soll ich da machen? Eieiei, ich hab null Ahnung davon, das ist ja schlimm. Da oben. Wie kann ich denn... Das hat irgendwas mit diesem Gemälde zu tun. Ich weiß noch nicht was, aber... Irgendwas steckt doch dahinter. Wenn ich das jetzt nicht weiß, what the fuck? So kann ich... Moment mal. Geht das zum Beispiel? Ja, weil ich werde das gleich nachschauen. Ich habe nämlich echt gar keine Idee. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Zwei Schilde, eine weiße Krone. Hanisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Hanische waren. Die armen Pferde. Was soll ich da machen? So, stellen wir mal dahin. Ich weiß nicht, ach Mann. Das finde ich doch scheiße. Ah, ich glaube, ich komme langsam dahinter. Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Ich dreh mal nach da.
Wofür ist das denn sonst hier? Diese komische Zahnradöffnung. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Haben diese Koordinaten irgendwas damit zu tun? Das will ich jetzt wissen. Ich wusste, dass ich da irgendwo dran drehen muss. Hm. Darf ich bitte auch da weg? Ich habe da so eine Vermutung, wir müssen irgendwie diese ganzen Koordinaten, die wir gesammelt haben, halt irgendwie enträtseln. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Ja, die weiße Königin. Diese rätselhafte Illustration, die aus einem leeren, verfluchten Mausoleum geborgen wurde, könnte genau das sein, was unsere mutige Abenteurerin braucht, um endlich den verlorenen Schatz... Unsere Heldin hat Jahre gebraucht, um diese Karte zu erstellen. Sie hat in staubigen Bibliotheken nächtelang alte... Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel, aus das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr. Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich. Okay. Es hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. So, 90 Grad Nord. Moment. Alles nicht. Ne, das ist schon zu viel. Ich wette mal. Ungefähr so. Ist das richtig?
Nee, das ist nicht ganz richtig. Warte mal. Ist das richtig? Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Mal, wie drehe ich das denn jetzt in der richtigen Richtung? Geht noch bis da. So ist da die Grenze. Ich jetzt mal. Ha! Also ich hab's gefunden. Lass mal das mal so. Moment. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Jawohl. Sehr schön. Lässt die Liebe Licht umtost. So war das also. Oh mein Gott. War das dumm. Wie soll man darauf kommen, ey? Ich wollte schon nachgucken. Oh mein Gott. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss Vorsicht. Ein Yatiri. Ein Heiler aus Südamerika. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Echt krass, wie man auf sowas kommen soll. Wow. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Das ist aus Kolumbien. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue. Von den Cook-Inseln? 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet.
Aha. Was kann ich jetzt damit machen? Ah. Das ist ja höchst interessant. Die Flügel entfalten sich. Okay. Okay. Gut. Eine Stammesmaske aus Afrika. Aus Gold. Ashanti vielleicht. Die Todesmaske von Agamemnon. Gefunden in Mykene. Hm. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Ja, das ist die gute Frage, wa? Hier kann ich nicht reden. Hier war ich. Halt. Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? Ja, aber auf sowas zu kommen, dass man das nach 90 Grad Winkel drehen muss. Wer kommt denn auf so eine Idee? Wer baut sowas ein? Aber gut, dass ich nochmal genauer hingeschaut habe. Wer baut echt sowas ein, um dass man darauf kommen soll? Ich glaube, der muss dorthin. So, dann muss der andere Schild dahin, okay. Langsam kapiere ich das Rätsel. Oh Mann, ey. Darauf zu kommen, das ist ja... Wie soll man darauf kommen, bitte? Aber dass es so funktioniert, hätte ich jetzt nicht für Möglichkeiten. Nee. Nein. Das mache ich jetzt mal, weil die beiden Schilder dahin müssen. So, der kommt mal weg hier. Das ist höchst interessant, wie die das gestaltet haben. Gefällt mir gut. So, schieben wir mal dahin. Genau. Und dann dorthin. Königin, sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. So, wie rette ich die jetzt? Nee. Nee, kann ich nicht. So, wie befreie ich die da? Moment mal. Wollte ich gar nicht machen. Geht das echt so? Ich werd bekloppt. Muss ich den reflektierenden Strahl? Kann es sein, dass ich genau das tun muss, was ich vermute? Weil ich kann das nicht mehr da wegbewegen. Wie kriege ich die da raus?
Das wollte ich jetzt nicht machen unbedingt. Oder muss ich hier raus? Nein. Ich kann mich jeweils... da oben? Jetzt kann ich sie befreien. Okay. Na dann, komm. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Das ist wirklich... Das ist erstaunlich, echt. Cool. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Ist immer echt wieder mit schön anzusehen. Was man da erfährt. Wie oft hast du schon gesagt, dass du in einem Monat krank bist? Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? War es echt interessant, was man aus ihrer Vergangenheit jetzt so gesehen hat. Sah nicht schlecht aus. Okay. Zeig mal hier. Wie mal denn? Ne, das nicht. Ja, das wäre schon eher was. Story-Belohnung, okay. Nein.
Hat sie so keinen mehr. Ah, ist schon sehr interessant, was man jetzt erfahren hat. Gar nicht schlecht. Mal hier noch ein bisschen was mit. Genau. Hier noch. Denke mal, eine halbe Stündchen zocken wir noch und dann war es das für heute. Yep. Noch ein bisschen Effekt. Hier ist ja noch mehr. Immer mehr Heilung, das wäre schon nicht schlecht, mal so ein bisschen aufzustocken. Da ist was. Ne, da will ich aber nicht hin. Will mich hier nur mal ein bisschen mehr umschauen. Zack. Rüberspringen. Fett. Ah. Hier. Hier ist voll was. Ja, das ja. Dafür konnte ich also hier hoch, ja, ja. Alles klar. Haben wir genug erkundet und weiter geht's. Hier noch was mit? Ah, ich bin immer noch gespannt, wie die Story wird. Ja. Ich habe bei weitem noch nicht alles gesehen. Nee. Bei weitem nicht. Hep. Ach, dann kommt die nicht da ran. Ich glaub's nicht. Das hier. Ein Lager. Na, mal sehen, ob ich hier noch was finde. Ich mir noch mal ein bisschen Zeugs herstellen. Ich bin am Überlegen. Ha!
darüber.